Hi, meine lieben Wassermänner, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein Neujahrsreading steht an. Es ist mit offenem Ende. Ich kann mich immer sehr schlecht irgendwie auf den 1.2., 1.3. und diese festen Daten beschränken, weil jeder einen eigenen Prozess hat und einiges einfach ein bisschen länger dauert. Von daher seht es mir nach, dass ich da jetzt, wie gesagt, ein Open End draus gemacht habe. Ich denke, das ist allerdings nicht weiter schlimm. Für alle, die jetzt in diesem Monat, also im Januar, noch Geburtstag haben, Happy Birthday, schon mal im Voraus. Meine besten Glückwünsche vom ganzen Herzen. Und für die, die mich noch nicht kennen, ihr findet unten in meiner Infobox alles Mögliche an Informationen. Facebook, Instagram und selbstverständlich auch einen Mail-Account, an den ihr euch wenden könnt, falls ihr mich privat buchen möchtet. Diese Legungen sind nicht für alle Wassermänner weltweit, sondern nur für einen bestimmten Teil. Das heißt, es kann sein, dass sie hier mit einigen in Resonanz geht. Es kann aber auch sein, dass ihr gar nichts damit anfangen könnt. Das ist nicht weiter schlimm. Dann gibt es bestimmt auch andere Reader, die gut für euch sind und euch Botschaften übermitteln können. Und meine Karten richten sich hauptsächlich um Heilung, also das, was geheilt werden kann, damit es einfach in ein besseres Leben reingeht. Und das erfordert manchmal auch so ein bisschen Mitarbeit. Aber wir haben hier eben durch die Karten auch ganz viel Unterstützung von der geistigen Welt, die uns eben anleitet, was wir tun können. So, ich habe ein paar Tarotkarten, ein paar Orakelkarten. Ich habe hier jetzt als allererstes die Karte Tod. Ja, das ist eine große Arkana. Das ist das, was jetzt im Vergangenen liegt und sich eventuell noch mit in die jetzige Zeit und vielleicht auch noch in die nächste Zukunft mit reinzieht. Die Karte Tod bedeutet nicht unbedingt einen physischen Tod. Ja, das kann ja auch mit einem Ego-Tod zu tun haben. Na, wir sehen hier die Holde Maid, die hier liegt. Und hier steht praktisch der Todesengel mit dem Ankh-Symbol, dem ägyptischen Symbol des Lebens. Also es geht praktisch um eine Auferstehung, dass man wieder aufersteht. Das kann darauf hindeuten, dass es jetzt, wie gesagt, tatsächlich mit dem Thema Tod zu tun hatte. Vielleicht ist jemand in eurer Umgebung von euch gegangen. Vielleicht war das hier auch eine schwere Krankheit, die ihr in den Griff kriegen sollt oder müsst, ja, oder wollt. Es ist eine Zeit, die jetzt nicht ganz so angenehm gewesen ist. Ja. Wir haben hier auch die Schmetterlinge der Transformation drauf. Also der Tod ist, das ist eine etwas schwerere Energie, die nicht unbedingt jetzt wirklich schön ist. Also da schmeißt man halt keine Herzchen und Regenbogen und Einhörner, sondern das ist eher so ein bisschen etwas, was ernster ist. Es kann durchaus sein, dass einige von euch das als Zeitverschwendung ansehen, was jetzt hier passiert ist, okay? Das ist es aber nicht. Wir haben hier die Karte Diebstahl drauf und schaut mal, hier ist so ein kleiner Junge, der so eine Taschenuhr klaut. Also da geht es jetzt nicht darum, dass euch jemand bestohlen hat, aber es könnte halt sein, dass hier das Gefühl eben da ist, dass euch Zeit eures Lebens genommen wurde. Ja, dadurch, dass hier vielleicht ein Prozess ist, der einfach ein bisschen länger dauert und der ein bisschen schwieriger ist. Was jetzt ganz wichtig ist in dieser Sache, ihr sollt euch bitte ein bisschen Zeit und Ruhe geben, okay? Man kann Dinge nicht über den Zaun brechen und gerade wenn es jetzt hier sich um etwas handelt, was mit einer Krankheit zu tun hat eventuell, ja, oder etwas, was mit einem Prozess zu tun hat, der eben auch auf Seelenebene stattfinden kann, dann brauchen Zeit. Ja, ich weiß, der Wassermann ist nicht der geduldigste von allen. Wir wollen die Sachen immer von heute auf morgen am besten schon gestern erledigt haben. Aber einiges kann man einfach nicht schieben. Ja? Wir haben hier die Aufforderung durch The Seven of Pentacles, sich wirklich zurückzulehnen und die Dinge mal geschehen zu lassen. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen aus Stress rauszugehen. Also es gibt hier mehrere Dinge, die bearbeitet werden sollen, aber mit Ruhe und mit Kraft. Ja, das ist also hier ein Kartenblatt. Spread, was sich wirklich um Heilung dreht. Auch Heilung eventuell mit einem Seelenpartner, der hier eine Rolle spielt. Okay, da komme ich jetzt gleich zu. Vorrangig ist es so in den Seelenpartnerschaften, dass wir uns erstmal um unsere eigene Heilung kümmern müssen. Wir haben hier mehrere Hinweise darauf, dass es sich eben hier um etwas handelt, was mit einer Art Krankheit zu tun hat. Okay. Wir haben hier als allererstes Blessing from your Ancestors. Also das ist der Segen eurer Ahnen. Das müssen jetzt nicht nur Ahnen sein, die ihr zu Lebzeiten gekannt habt, sondern das kann also durch die ganze Blutlinie durchgehen.
Über mehrere Jahrhunderte, mehrere Jahrtausende. Okay, also hier stehen eure Ahnen hinter euch. Also das kann auch etwas sein, dass das hier etwas ist, dass ihr ein schweres Kreuz tragt, was mit familiären Angelegenheiten zu tun hat und von Ahnenreihe zu Ahnenreihe weitergegeben wurde. Ja, das ist ja etwas, was ziemlich tief geht, okay? Es kann sein, dass das mit Phobien zu tun hat, ja? Dass sich hier etwas vererbt hat, ja, was vielleicht mit Angststörungen zu tun hat. Wie gesagt, Phobien. Ja, für die einen ist es lächerlich, wenn Leute Angst haben vor Mäusen. Die anderen können das verstehen. Und ja, also ne, hier ist so ein Päckchen, was zu tragen ist. Was, wie gesagt, also mit der Ahnenreihe in Verbindung steht. Okay, also vielleicht auch ein Muster, was übertragen worden ist, wo es jetzt darum geht, das mal in die Auflösung zu bringen. Also das kann ein ziemlich hartes Stück Arbeit sein, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und deswegen werdet ihr jetzt dazu aufgefordert, euch wirklich noch versuchen, locker zu machen. Also ich weiß, dass das gerade mit Angststörungen etc. Ziemlich schwierig ist. Und ihr sollt euch auch Hilfe holen, was das angeht, ja. Wir haben hier eine Karte, die heißt Surrender Worry. Also versucht, die Ängste loszulassen. Versucht, eine Lösung zu finden oder einen Weg zu finden. Und einen Weg zu finden, der euch nicht in Ängste hineinführt, ja, weil ein angstbestimmtes Leben, das ist natürlich auch nicht irgendwie besonders schön. Es gibt Menschen, die haben Agoraphobie, also können nicht rausgehen, ne, haben mit vielen, ich sag jetzt mal so, wo viele Menschen sind zum Beispiel, Probleme, weil man eben so empathisch ist, dass man alles an Schwingungen aufsammelt, ne? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder Faktoren, die eben dazu geführt haben, dass jetzt eventuell hier auch etwas aus der Ahnenreihe an die Oberfläche gekommen ist, was es zu heilen gilt und abzuschließen gilt, damit man das einfach auch nicht weitergibt an andere. Wenn Ängste nach oben kommen, sollt ihr atmen und die Ängste aus eurem Körper ausatmen. Ihr sollt euch auch bitte auf die Kraft eures Herzens fokussieren und den Glauben daran haben, dass Spirit euch leiten kann. Ja? Für die einen mag das hier in Anbetracht gehen oder beziehungsweise in Frage kommen, das auf diese Art und Weise zu lösen. Es gibt ja auch also schwierige beziehungsweise Unterschiede in der Schwierigkeit oder in der Heftigkeit von etwas, was mit Phobien oder Ängsten zu tun hat. Ja, für die einen reicht das Atmen, für die anderen, die müssen dann schon irgendwie ein bisschen, ich sag mal so, mit anderen Mitteln dran. Ja, das heißt, es könnte also sein, dass es hier ein therapeutischer Hinweis ist. Ja, die einen, ne, mit den einen, die können super mit Therapeuten zusammenarbeiten und können auch relativ schnell auflösen und dann anfangen, mit den Ängsten umzugehen. Andere sollen zum Schamanen gehen. Ja, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht auf sämtlichen Ebenen. Das kann ich also wirklich nur empfehlen. Vielleicht ist auch eine Rückführung gar nicht so schlecht, ja, wenn es jetzt gerade hier um diese Dinge geht, die man aus der Ahnenkette mitgenommen hat, wo man vielleicht auch gar nicht irgendwie wirklich weiß, wo kommt das her. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat Angst, unterzutauchen im Wasser. Also die kann nicht schwimmen gehen. So, ne? Sie kann zwar schwimmen, aber mit dem Kopf untertauchen ist nicht möglich. Also auch in der Dusche hat sie Probleme oder in der Badewanne und sie hat eine Rückführung gemacht und sie ist in einem früheren Leben ertrunken. Ja, und da kommen wir, ne, das ist etwas, was die Seele gespeichert hat und wo eben Ängste an die Oberfläche kommen, die man sich vielleicht zum Teil auch nicht erklären kann. Und die auch dazu führen können, dass eine Partnerschaft überhaupt nicht richtig möglich ist. Okay, also so wie es hier aussieht, ne, könnte es sein, dass hier eine ganz große Blockade liegt, warum euer Seelenpartner jetzt nicht bei euch ist oder noch nicht bei euch ist oder Schwierigkeiten hat, zu euch zu kommen. Das geht hier mit emotionalem Rückzug einher, das Herzchakra. Ja? Also wenn man unter Angst leidet, egal in welcher Form das jetzt ist, kann man das Herzchakra nicht richtig öffnen. Ja, dann ist man emotional dicht, emotional zu, versucht das Ganze in irgendeiner Form unter Kontrolle zu kriegen. Das ist auch was wir hier haben. Wir haben hier übrigens zwei Achter. Ich weiß nicht, wer von euch für Zahlen offen ist. Das hat bestimmt eine Bedeutung für die einen oder für die anderen. So, und jetzt es ist jetzt Zeit, ich sag mal so, die Made im Speck, den Bullen bei den Hörnern, die Kuh vom Eis zu ziehen. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt dafür, sich wirklich mal dem Ganzen zu stellen, bevor der Schatten hier nämlich Überhand nimmt, okay, und einen dazu zwingt, dass man jetzt nur noch irgendwie im Bett liegen bleibt und gar nicht mehr irgendwie nach oben kommt, okay. Und ja, wie gesagt, in einem Kontrollwahn ausgesetzt ist und dadurch dann ein emotionaler Rückzug entsteht.
Es ist nicht aller Tage Abend. Also hier in dem Blatt wird mehrmals darauf hingewiesen, wirklich in einen Retreat reinzugehen, sich Erholung zu holen. Ja, ob das jetzt eine Kur ist oder wie gesagt ein Gang zum Schamanen, eine Rückführung, sich einfach wirklich die Ruhe zu geben und damit man neue Kraft sammeln kann. Okay, ja, also wir haben hier ne, die Karte Retreat. Es ist Zeit, sich jetzt mal von der Welt ein bisschen zurückzuziehen. Das haben vielleicht die einen oder anderen auch schon gemacht. Ja, und da eben in diese Heilung reinzugehen. Für die, die jetzt in einer Seelenpartnerschaft sind und wo das oder in einer Partnerschaft sind, wo das jetzt momentan geblockt ist mit der Liebe aufgrund von Ängsten. Guck mal, die beiden gehen hier zusammen, okay? Ja, auch wenn man vielleicht einen Schritt alleine machen muss, mit sich selber irgendwie, um klarzukommen, damit man jemanden wieder irgendwie näher an sich heranlassen kann, okay? Diese Person ist trotzdem bei euch die ganze Zeit, ja? Die ist in eurem Aurafeld, in eurem Feld drin. Guck mal, hier sind zwei Augen, die beobachten, ja? Also die sehen jetzt auch nicht irgendwie bösartig aus, sondern die beobachten einfach. Also das heißt, da steht jemand hinter euch. Ihr könnt das aber gar nicht irgendwie richtig wahrnehmen. Ja, ist zweimal der Rücken zugekehrt worden. Und von daher, also hier steckt etwas drin, was wie gesagt der Heilung bedarf und wo jetzt hier Spirit kommt, um Aufmerksamkeit zu erlangen und euch darauf aufmerksam zu machen, dass es hier noch etwas gibt, was geheilt werden muss und wie gesagt, was mit der Ahnenreihe zu tun hat, okay? Also das ist eine Karte, das ist ein Segen, der jetzt gerade passiert, ja? Auch ja, wie soll ich das ausdrücken? Sorry. Auch wenn man das manchmal vielleicht gar nicht wahrnimmt und sich irgendwie fragt, so, ey, warum habe ich das? Was soll das jetzt? Ne? Das ist für mich die totale Strafe. Ich kann mich nicht mehr irgendwie frei bewegen. Ich kann ne, meinen Partner gar nicht irgendwie näher an mich heranlassen, weil da irgendetwas ist, was ich vielleicht auch gar nicht irgendwie richtig greifen kann. Vielleicht sind sich die einen oder anderen aber auch schon bewusst darüber. Und hier kommt der Segen, dass das jetzt eben an die Oberfläche kommen soll, um geheilt zu werden, okay? Auch wenn man das manchmal nicht mitbekommt. Es gibt einfach Situationen, da hat man Ängste, die manipulieren einen in Grund und Boden. Ja, und die können eben auch zerstörend sein. Ja, und das ist nicht nur für einen selber, sondern eben auch für eine Seelenpartnerschaft zum Beispiel. Ja, weil wir sind mit unseren Soulmates extrem verbunden und die kriegen das alles ab, die kriegen das alles mit. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich um die Heilung zu kümmern und wirklich kleine Schritte auch zu machen. Ja, man muss jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, einen großen Schritt machen, sondern wirklich kleinen und auch die Erfolge feiern. Hier kommen nämlich Erfolge. Wir haben das Six of Pentacles. Das ist eine Ausgleichung, das hat mit Yin und Yang zu tun, ja, mit der Ausgleichung der männlichen und weiblichen Aspekte in sich, mit der Ausgleichung von Glück. Ja, das ist eine sehr positive Karte. Schaut mal, wie schön sie hier durch den Garten geht. Sie hat hier schon ein paar Sachen gepflückt, ja, die sie vielleicht auch selber angesät hat und ist wirklich in der Lage, die Dinge wieder zu genießen. Ja, schaut euch mal diese Körperhaltung an, ne? Hier ist sie so ein bisschen, ja, wie gesagt, ängstlich. Macht sich Sorgen, okay, und hier ist sie ganz locker und entspannt. So, und das ist, wie gesagt, jetzt die Aufforderung, wirklich nur ne, eins nach dem anderen zu regeln und, wie gesagt, eben auch versuchen, sobald das jetzt irgendwie möglich ist, locker zu bleiben, okay. Vor allen Dingen locker zu bleiben in Bezug auf Seelenpartnerschaft. Wir haben hier die Karte Keep an Open Mind. Your soulmate may differ from usual type of expectations. Also hier geht es darum, dass entweder jetzt ein Soulmate ins Leben reinkommt oder ihr schon jemanden habt und ihr bitte einen offenen Geist bewahren sollt. Okay, guck mal, die unterhalten sich hier miteinander. Wir haben hier ein Engelchen, was irgendwie den Pfeil der Liebe abgeschossen hat. Das kann jetzt also durchaus sein, dass euer Soulmate jetzt mal oberflächlich betrachtet ganz anders aussieht, als euer normales Jagd- oder Beuteschema da ist. Das geht aber hier noch ein bisschen tiefer. Das hat nämlich damit zu tun, dass euer Soulmate ganz anders den Erwartungen entspricht, als wir das jetzt auf dieser 3D-Ebene, ich sag mal jetzt in diesem ganz normalen Lebenswandel, den Menschen haben, vollstreckt wird oder vollzogen wird. Ja, hier geht das, ne, über die Seelenebene ganz, ganz viel. Und das kann einen manchmal auch ein bisschen ängstlich und verrückt machen, okay? Ja, wenn man sich fragt, so, bin ich jetzt verrückt geworden? Ich höre auf einmal irgendwie die Stimme von jemandem, den ich liebe. Oder ihr trefft auf jemanden, ja? Das kann auch, wie gesagt, eine Ankündigung sein, dass für die einen oder anderen jetzt erst eine Soulmate-Geschichte losgeht, dass euch jemand über den Weg läuft. Okay, und dann ne, kommen Ängste an die Oberfläche, was bei ganz vielen Soulmate-Geschichten passiert. Wir treffen diese Soulmates und die triggern uns in Grund und Boden und vice versa. Das geht also umgekehrt genauso.
bis die Dinge ausgeheilt sind. Ja, also wer sich jetzt gerade hier drin befindet, versucht bitte in die Heilung reinzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann klappt das nämlich mit eurem Soulmate auch, früher oder später. Wir haben hier die Karte Divine Intervention, also beziehungsweise die Karte Judgment. Ja, das ist der Erzengel Gabriel, der also auch kommt, um Gefühle zu heilen. Und der bläst hier praktisch so zum letzten Gericht. Hier sind auch Blumen drauf dargestellt, die, verwendet werden, wenn jemand verscheidet. Ich glaube, die sind hier auch mit drauf. Ich weiß nicht, wie sie heißen, okay? Aber die werden, glaube ich, traditionell verwendet so. Und das ist normalerweise eine Karte des jüngsten Gerichtes. Also ne, die Leute stehen aus ihren Gräbern wieder auf. Das hört sich jetzt alles ein bisschen dunkel an, ja? Aber es geht hier praktisch um Auferstehung. Und guck mal, hier wird auch Licht, ja, auf diese Person, die hier liegt und müde ist und vielleicht auch gerade nicht richtig aufstehen kann. Hier wird Licht drauf geworfen, ja, und das ist, wie gesagt, auch durch diesen Engel Gabriel, der hier drauf dargestellt ist, also schön untermauert, das ist hier die Heilung von Gefühlen, ja, und Gerechtigkeit nimmt hier Einzug, okay, vielleicht sind auch Dinge gelaufen, die sehr ungerecht waren und ihr gar nicht die Möglichkeit hattet, euch in irgendeiner Form zu äußern, weil Ängste das Leben bestimmt haben, okay. Vielleicht haben die anderen ein oder anderen noch Ängste vom Soulmate aufgeschnappt. Das kann auch gut sein. Man geht ganz oft durch ähnliche Prozesse durch. Das müssen nicht immer die gleichen sein, aber ich habe beobachtet und mich auch viel mit Menschen unterhalten, die in Soulmate-Geschichten drin sind und dann eben Kontakt mit dem Partner irgendwann bekommen, dass zur selben Zeit ganz viele similare Geschichten laufen. Okay, so. Wie gesagt, die Gerechtigkeit hält Einkehr. Das ist etwas, was Gott jetzt einleitet. Wie gesagt, wenn ihr euch um die Heilung kümmert. Wir haben hier eine Person. Und zwar haben wir hier The Knight of Cups. Das kann ein Wasserzeichen sein. Also ein Fisch, ein Krebs. Sorry. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Also. Ein Fisch, ein Krebs oder ein Skorpion. Das muss aber jetzt nicht unbedingt sein, dass es ein Wasserzeichen ist, also haltet euch nicht daran fest. Die Energie vom Knight of Cups ist ganz süß. Das ist der romantische Ritter. Und guck mal, der kommt hier mit seinem Kelch, der ist gefüllt, der ist mit Liebe gefüllt. Ja, der hat sich jetzt auf sein Pferd gesetzt, das heißt, hier ist eine Bewegung drin. Es ist jetzt nicht wirklich eine schnelle Bewegung, also die Ritter sind jetzt nicht irgendwie im vollen Sturm unterwegs, zumindest dieser nicht. Und trotzdem ist hier, wie gesagt, der macht sich jetzt auf den Weg, um den Kelch der Liebe zu überreichen. Okay, ja. Vielleicht gab es hier vorher auch Missverständnisse und man konnte irgendwie nicht miteinander reden, weil Ängste gegenseitig, man einfach Angst hatte, in so etwas Tiefes einzutauchen und gar nicht gerafft hat, woher diese Ängste kommen, die jetzt hier, wie gesagt, tatsächlich mit der Blutlinie zu tun haben. Okay, hier ist ein Entschluss, ja, etwas zu gestehen, euch zu umwerben, okay. Hier kommen angenehme Nachrichten, also hier ist schon etwas verfasst worden, hier ist schon das Siegel mit drauf, beziehungsweise, ne, ich weiß nicht, ob der Brief erst gerade geöffnet wurde oder auch nicht, auf jeden Fall, es sieht eher so aus, als ob hier jemand was geschrieben hat, okay. Und auch hier haben wir eine Uhr drauf, wie auf dieser Karte, Moment, ich muss mal eben kurz ein bisschen in das Tohuwabohu eintauchen, wie in die Karte, wo hier diese Uhr gestohlen wird. Ja, das heißt, Leute, das war keine verlorene Zeit, die jetzt hier stattgefunden hat, sondern das hat alles Sinn und Zweck, weil auch dieser Ritter auch durch sein Ding durchgehen musste. So. Und wie gesagt, wir haben hier einen romantischen Ritter. Das sind ganz oft Seelen, die sehr empathisch sind. Und wenn man empath ist, dann kriegt man natürlich, wie gesagt, alles ab. Und das kann auch gut sein, dass man dann selber denkt, dass man irgendwie wahnsinnig geworden ist und ein bisschen Angst hat, you know? Also von daher, gibt ja auch das Verständnis rein, dass da vielleicht auch ein Rückzug stattgefunden hat, weil diejenigen nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Okay? So.
So, und wie gesagt, jetzt hier ist eine sehr schöne Energie mit drauf. Guck mal, hier sitzt ein Liebespaar, ja, die sitzen hier und halten Händchen und sie wird umworben und er macht sich hier, wie gesagt, gerade auf den Weg mit Nachrichten. Es kann sein, Leute, dass wir, weil wir hier diese Soulmate-Karte haben, keep an open mind, dass diese Botschaften über die höhere Ebene kommen, ja, dass die jetzt über Synchronizitäten vermittelt werden. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass hier ein Anruf oder ein Brief kommt, obwohl sich das hier manifestieren soll. Okay, derjenige denkt darüber nach, beziehungsweise ist gerade schon dabei. Aber es kann eben auch sein, dass diese Botschaften über die Higher Realms geschickt werden. Also haltet jetzt bitte die Augen und die Ohren offen und geht bitte schön weiter in die Heilung rein. Ne? Also macht diesen Schritt. Die wissen, okay, ich muss jetzt irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen oder möchte gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Wie gesagt, vom Schamanen, vom Heiler, ja, vielleicht irgendwie vom Therapeuten. Da gibt es ja irgendwie so coole Kurzzeittherapien zum Beispiel, wo man ganz schnell Dinge in den Griff kriegen kann. Oder vielleicht einfach einen Coach, ja, vielleicht ein Seminar besuchen, wo man einfach lernt, mit den Dingen besser umzugehen. Da ist jetzt wirklich eine gute Zeit für uns. Ja, diese Person hier, die wartet auch auf euch, okay? Ja, das ist eben das, was ich auch mit diesem Zeitfaktor meinte. Zeit spielt keine Rolle. Ja, und wenn das jetzt noch irgendwie 2 oder 3 Monate dauert oder noch länger, das ist egal. Die Person hält den Space für euch. So wie ihr den Space auch halten solltet, okay? So, wir haben... geil. Habe ich jetzt gerade hier unten hingelegt. Ich habe ja gerade die ganze Zeit von Heilung gesprochen, ja. Wir haben die Karte The Star, das ist die Karte des Wassermanns, ja. Die Ausgleichung der männlichen und weiblichen Aspekte, das ist die größte Heilkarte in dem Deck. Die sehr viel verspricht, das ist eine große Arkana, das heißt, da geht es jetzt nicht nur um so eine kleine Heilung, sondern es ist tatsächlich die Heilung von Körper, Geist und Seele und der große Wunscherfüller. Also man kann die Sterne vom Himmel runterholen. Ja, und sich die Wünsche erfüllen. Das kann gut sein, dass die einen oder anderen, die sie jetzt hier mit Phobien zu tun haben, Schuld mit sich tragen. Ja, ich bin schuld, dass das nicht geklappt hat. Ich bin schuld und das halt übernehmen und sich das dadurch extra schwer machen. Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, irgendwie sich selbst zu manipulieren. Von daher guck mal bitte genau hin und versucht mal die Schuld abzulegen. Hier haben wir übrigens eine ältere Lady drauf und eine junge Person, okay. Also das kann auch wieder auf Ancestors, also auf die Ahnen hindeuten, dass von den Ahnen etwas mitgegeben wurde. Ja, durch die Familie, okay, wo es um Auflösung geht. Wie gesagt, die Karte des Sterns zeigt einen Quantensprung an, ja, etwas, was... ja, der Wassermann ja ganz besonders gut kann, also wirklich auch in die höheren Gefilde und auch mit den Sternen verbunden zu sein. Also Starseed, vielleicht kommt hier auch noch mal eine Aktivierung, was das Ganze angeht. Und wir haben auch The Wheel of Fortune. Also hier dreht sich jetzt etwas in eine andere Richtung, okay? Also diese Zeit hier irgendwie mit diesem emotionalen Rückzug, das kann halt sein, dass man sich noch ausbalancieren muss. Das wird hier auch angekündigt, dass das jetzt nicht von heute auf morgen vorbei ist. Aber diese dunkle Phase, okay? Die dürfte jetzt vorüber sein, weil ihr werdet hier aufgefordert, praktisch in diese Auferstehung reinzugehen, okay? So, vielleicht haben die einen oder anderen auch etwas Traumatisches erlebt, höre ich gerade, was emotionalen Rückzug ausgelöst hat. Ja, vielleicht Outnumbing oder irgendwie sowas in der Richtung. Traumata lassen sich familiär auch übertragen. Ja, das ist gang und gäbe. Okay, deswegen gehen auch zum Beispiel Leute, die Traumatisierte behandeln, danach eben zu ihren Kollegen, damit das Trauma nicht auf die übertragen wird. Ja, also das sind alles so Kettenreaktionen, die stattgefunden haben können und die eben zu Outnumbing führen, dass man vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie wirklich an sich selber rankommt. Okay, also wie gesagt, Leute, wenn ihr in die Heilung reingeht und da wirklich auch aktiv mitmacht, um Heilung bittet, euch werden Türen aufgemacht und dieses Rad des Schicksals, das dreht sich jetzt auch in eine gute Richtung rein. Okay, also dunkle Zeiten, die sind vorbei und dann kann man, wie gesagt, hier, also dieses Aufeinanderzugehen, das liegt hier und hier gibt es wirklich jemanden, der auf euch wartet. Okay, wir haben die Karte Divine Love. Ja, die göttliche Liebe, ja, also auch hier haben wir nochmal einen Hinweis dafür, dass Gott jetzt am Werk ist, dass hier die Hand schützend über die Liebenden gehalten wird, okay. Ich denke auch, dass hier... The Knight of Cups auch viel Heilung gebraucht hat. Okay?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, man geht immer irgendwie noch in ähnliche Prozesse rein. Bei dem einen sind es ein bisschen tiefer die Schmerzen, bei dem anderen weniger. So kann man versuchen, sich dann auszugleichen. Aber auch hier musste Heilung geschehen. Ja, also deswegen ist hier nämlich auch diese Uhr mit drauf. Also auch hier ist etwas, was in den Ausgleich gehen musste oder in den Ausgleich gehen sollte, damit dieses Rad sich jetzt weiterdrehen kann. Und wie gesagt, Divine Love sagt euch, Leute, wir halten unsere Hände und unsere Flügel über euch, damit ihr in Heilung gehen könnt, damit ihr euch hier, wieder vereinen könnt. Das ist von oben orchestriert. So. Wir haben hier Don't let pride get in your way. Also, lasst Stolz mal außen vor. Da darf jetzt jeder für sich selber drüber nachdenken, was das Thema Stolz in einem auslöst, wie stolz man jemand anderem gegenübergetreten ist, weil Stolz ist, hat etwas mit Ego zu tun, okay? Also man kann stolz auf sich sein, dass man Schritte in der Heilung gemacht hat. Ja, aber Stolz kann eben auch ganz leicht nach hinten losschlagen. Wir haben hier den Vollmond im Löwen. Der Vollmond im Löwen steht übrigens im Zeichen des Wassermanns. Also wenn der Wassermann Geburtstag hat, dann haben wir den Neumond im Wassermann und den Vollmond im Löwen. Okay? Also das ist jetzt eine wichtige Zeit im Januar. Ich weiß jetzt ad hoc nicht, wann der Vollmond im Löwen ist, aber schaut einfach mal nach. Also hier ist eine Zeit, wo eben ein Zyklus abgeschlossen werden kann. Okay, und ganz viel Heilung eintreten kann. Ja, das ist eben das, wo ihr hinarbeiten könnt. Ihr könnt natürlich auch die Mondphasen nutzen oder den Mond einfach nutzen, die Kräfte des Mondes nutzen, um gewisse Dinge aufzulösen. Wir haben die Karte Rasiel mit Retreat, also nochmal eine Karte, die auf Retreat hindeutet, okay. Nehmt euch bitte die Zeit, euch auszuheilen. Das bringt nichts, über den Zaun zu brechen, ja, und dann wieder in die Katastrophe reinzulaufen. Sondern nehmt euch wirklich die Zeit dafür. Ja, auch hier ist ein Sternentor offen, ein Portal ist offen und die Energie von Rassiel wirkt dadurch. Ihr könnt euch hiermit verbinden. Wir haben hier das alte Ägypten. Okay, ich habe ja vorhin von Ancestor Line gesprochen, also von der Ahnenreihe, die vielleicht auch sogar bis ins alte Ägypten zurückführt. Muss nicht unbedingt sein, aber wer sich mit Ägypten verbunden fühlt. Es könnte also auch sein, dass da irgendwie Fragmente vorhanden sind, die sich die Seele gemerkt haben. Und das Leben in Ägypten, Leute, das war nicht einfach. Okay, da gab es viel Tod, da gab es viele Seuchen, da gab es ganz viele Krankheiten. Die Leute sind hinweggerafft worden. Das war kein einfaches Leben da, okay? Das wird immer verromantisiert und alle wollen Kleopatra gewesen sein. Von mir aus auch, ne? Von mir aus gerne. Aber ja, also da als einfacher Bauer oder als Arbeiter gelebt zu haben, sofern man überhaupt an den Pyramiden beteiligt war, was ich zu bezweifeln wage, aber es ist eine andere Geschichte. War das Leben nicht einfach, okay? Ja, und es kann halt auch sein, dass hier noch Fragmente eben, ne, in der Seele vorhanden sind, die geheilt werden sollen. Okay, deswegen, wie gesagt, eine Rückführung ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für die einen oder für die anderen. Da könnt ihr euch hier auf jeden Fall etwas rausholen. Und hier, wie gesagt, Retreat, der Rückzug, um sich zu heilen. Okay, nicht der Rückzug, um sich zu isolieren und alleine zu sein, sondern der Rückzug, um sich zu heilen, damit man dann hier sich treffen kann. Zum Rendezvous. Ohne Angst. Ja, ohne vielleicht irgendwie so einen emotionalen Shutout zu kriegen. Ja, weil man so viel Angst hat, dass man komplett dicht macht und dann nichts mehr fühlt oder so. Jetzt nur als Beispiel. So, Time and Tide. Euch wird hier nahegelegt. Ah, okay. Gerade für die. Guckt mal, ne? Das sind beides Personen, die am Strand sitzen. Euch mit dem Element Wasser. Wir hatten ja hier auch, Moment, lass mich mal eben kurz ein bisschen rumwühlen. Den Erzengel Gabriel mit, okay? So. Mit dem Element Wasser zu verbinden. Und zwar also gerade die jetzt mit ihren Emotionen nicht ganz so klarkommen, die Probleme haben, ihr Herz zu öffnen, weil da Blockaden drauf sind. Time and Tide ist eine Karte, die euch nahelegt, mit Wasserritualen zu arbeiten.
Okay, und mit Zaubersprüchen zu arbeiten, nicht nur mit Affirmationen, sondern wirklich mit Zaubersprüchen oder mit den Wesen, die das Wasser bewohnen. Okay, ich meine, Wassermann ist das Element Luft, nichtsdestotrotz sind wir mit Poseidon zum Beispiel verbunden. Ja, und den Meerjungfrauen und den ganzen Geschöpfen, die im Wasser unterwegs sind. Okay, und das ist eben das, was die Meerjungfrau sagt, ne? Es gibt Ebbe und Flut. Das ist genauso wie hier sitzt auch jemand, der wahrscheinlich die Ebbe und die Flut mitbekommt. Das sind Zeiten im Leben, manchmal ist eben Ebbe und manchmal ist Flut. Und jetzt ist es eben, jetzt sollt ihr in diese Kraft und Energie, sollt ihr euch eben aus dem Element Wasser ziehen. Okay? Und nicht so viel mit im Kopf unterwegs sein. Das macht der Wassermann nämlich sehr gerne. Hier, alles im Kopf. Und dann, ach ja, stellt man irgendwann fest, so hoch, ich habe ja auch noch Gefühle, ja. Aber der Wassermann zerdenkt sich immer schön alles. Der wird immer hinterfragt und analysiert und Overthinking, okay? Das kann halt auch etwas sein, was so ein bisschen mit Ängsten zu tun hat. Also versucht auch die Dinge mit Humor zu nehmen. Hier haben wir noch eine Karte, die Rest and Rejuvenate, also Meditation. Hier haben wir einen jungen Mann, der hat sich zurückgezogen, ja, auch wie hier jetzt und geht in sich, sammelt die Kraft aus dem Universum. Guck mal, hier kommt von oben, ne, so richtig. Und das ist übrigens auch sieht so ein bisschen aus, als wäre unter Wasser. Vielleicht ist, wie gesagt, eine Wasserkur oder ne, Baden mit Salzen etc. gar nicht so schlecht. Oder vielleicht einfach mal ein Urlaub am Meer. Okay. So rest and rejuvenate. Also nehmt euch, das sagt auch wieder, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch auch Zeit alleine. Ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass diese Person, um die es hier oben geht, nicht wieder zurückkommt. Die wird zurückkommen. Okay, es ist eine Frage der Zeit. Ihr müsst euch aber selber eben auch die Ruhe geben, euch so weit auszuheilen, dass ihr euch nicht anfangt, gegenseitig zu triggern und dann wieder Ängste an die Oberfläche kommen und der ganze Spaß wieder von vorne losgeht. Okay? Ich habe mal gefragt, was möchte diese Person euch hier sagen mit dem angenehmen Brief? Love, Liebe. Hier gibt es jemanden, der liebt euch und der wird warten. Er wird warten und hoffentlich in der Zeit sich selber auch ausheilen, okay? Ja? Eros, der Gott der Liebe. Hier ist das männliche Kollektiv, ja? Also hier ist eine sehr männliche, starke Kraft dahinter. Und hier ist auch jemand, der weiß, was Liebe ist, was Liebe bedeutet. Ja, dass man durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten durchgeht. Ebbe und Flut, okay? Was auch immer da jetzt passiert ist bei euch. Hier ist jemand, der wartet. Und sammelt auch seine Kraft. Knipst euer Licht nicht aus, Leute, okay? Ja, also macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Und knipst vor allem nicht das Licht aus, damit ihr in irgendetwas reinpasst. Der Wassermann passt sowieso nirgendwo rein. Ja, Wassermänner sind ganz individuell, sind alle unterschiedlich und das sind die aus der Menge eigentlich herausstechen. Und ein Wassermann mit Ängsten, das passt eigentlich gar nicht. Das passt überhaupt nicht zusammen, ja, weil Wassermänner sind die innovativ sind, die nach vorne gehen. Das sind die Erfinder, das sind die Abenteurer, das sind die irgendwie ne, in den Dschungel gehen und irgendwie die Maya-Pyramiden neu entdecken etc. So ein Wassermann mit Ängsten, wie gesagt, also guckt, dass ihr in die Heilung reingeht, was das angeht, ja, weil wie gesagt, das sieht ja aus, als wäre es wie gesagt ein Muster, was aus der Ahnenreihe übertragen wurde, was vielleicht auch gar nicht euers ist. Und es ist Zeit, diesen Rucksack jetzt mal abzulegen. Also, ne, knipst euer Licht nicht aus. Hier haben wir auch, übrigens auch wieder Pyramidenenergie. Ja, und hier ist die Frage, wie dimmst du dein eigenes Licht in der Hinsicht darauf, irgendwo reinzupassen? Muss man irgendwo reinpassen? Weiß ich nicht, glaub nicht. Okay. Ja, also ne, und sich der Gesellschaft anzupassen. Also ich meine, was ist denn der Querschnitt der Gesellschaft? So, das sind halt philosophische Fragen, die dann irgendwie mit auftreten. Also ne, wie gesagt, für den Wassermann, das sind eh diejenigen, die eben nach vorne gehen und das ganz anders machen als alle anderen. Und wie gesagt, habt keine Angst, hier ist jemand, der auf euch wartet. Okay? Einfach wartet bis. Macht einen Schritt nach dem nächsten. Der Direction, es geht jetzt darum, eine Richtung einzuschlagen und einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ja, ganz ruhig, ganz bedacht, einen nach dem anderen. Sorry, Leute, ich habe hier irgendwie Telefonterror gerade. Wahrscheinlich immer wieder dieselbe Person.
So, ja, wir haben die Karte Lernt einander kennen. Ja, also hier sind sie schon vereint. Guck mal, die flirten miteinander. Hier haben wir übrigens auch das Wasser. Es ist auch ein Wassermann, Poseidon hier, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit seiner schönen Meerjungfrau. Okay, ja. Und hier ist das Liebesbedürfnis des anderen zu kennen, ist wichtig, damit eine Beziehung wachsen kann. Und dann vielleicht ist es nicht nur das Liebesbedürfnis, sondern eben auch vielleicht die Ängste eines anderen zu kennen. Und sich auch zu offenbaren, was das angeht. Ja, und vielleicht auch irgendwie sich mal zu äußern, ne, über Ängste einfach auch mal zu sprechen. Das ist nicht schlimm, das ist nichts dabei. Das macht liebenswert auch, finde ich. Ja, und schätze deine Lieben haben wir auch. Ne? Also hier ist auch jemand, der die Liebe beschützt. Hier haben wir auch wieder so ein Paar, was hier miteinander kuschelt. Und es ist wichtig, andere vom Herzen zu lieben. Ja, und ihr sollt euch nicht bestrafen, falls ihr hier irgendwie in ne, dem emotionalen Entzug drin seid. Ich ne, weiß, dass sowas ganz schlimm sein kann, dass das dann halt, wie gesagt, auch Kontrolle auslöst. Und wenn man dann hier nur mit dem Metallhelm unterwegs ist und nicht mehr irgendwie richtig was fühlen kann, guck mal, sie hat hier einen Herzanhänger, okay? Ja. Das kann einen dann manchmal, ne, wie gesagt, zum einsamen Strandspaziergang schicken. Aber es ist halt auch wichtig, dann auf dem Strandspaziergang wirklich herauszufinden, was jetzt gerade wichtig ist. Und ne, hier ist, wie gesagt, ist, ne, Heilung. Geht in die Heilung rein. Sucht euch ne, den Weg, der gut für euch ist. Hier gab es jetzt mehrere Hinweise, ja, in welche Richtung ihr euch bewegen könnt. Ihr müsst das natürlich nicht tun, aber wenn ihr hier ne, zu einem gewissen Schluss kommen möchtet, und auch diese romantische Geste annehmen möchte, ne, die sich hier ankündigt. Dann geht bitte weiter in die Heilung rein, Leute, okay? So, ja, ich wünsche euch alles Liebe vom Herzen und bis ganz bald. Bye bye.